Ach ja, Leute. Schade, dass ich nicht mehr Imposter bin. So, los geht's. Was zum Teufel? Der Ernst? Fluffy war der da unten. Passiert. So lame war nur Fluffy, ich. du warst schon wieder unten. Was ist da los? Ja, ich finde halt auch, dass auf der Karte, wo du hin musst. Auf jeden Fall auch nicht da oben im Raum. So bin ich wieder Aber es auf. leuchtet Die doch Verbindung ist relativ sofort. schlecht. Ja, die Verbindung ist scheiße. Es leuchtet doch sofort oben die Schlüsselaufgabe auf. Da musst du gar nicht gucken. Ich bin doch nicht so vor mit dem Spiel. Ich muss das erst alles ein bisschen, ja. Die musste ich erstmal, da muss ich erstmal drankommen, da standen so viele vor, da kam ich gar nicht dran an die Schlüssel. Doch, da kommt jeder ran, egal ob da Da einer kommt jeder steht. dran, ja. So, war das jetzt ein Stackkill oder was? Ja, Ja, Stick-Kill. Vermutlich. Nur, warum Also, wenn Schuppi? ich helfen kann, ist Kegel, der ist runtergegangen. Der ist nach Nur, rechts. was, nur, Und nur, was mich wenn ich irgendwie. sage, Leute. wer es gewesen ist, dann sage ich, es war Nils, weil der lief nämlich in diesem Stack die ganze Zeit hin und her. Ansonsten hat sich keiner der Okay. Charaktere. Ja, Leute, mir kommt das irgendwie ein bisschen spanisch vor, warum Kenta gleich auf Sloopy wieder schießt. Das kommt mir ein Weil er bisschen wieder komisch vor. runtergegangen ist. Ich Ja, aber beobachte dann nur, kann er wer ja auch. runtergeht. Ja, aber Kenta, wenn er runtergeht, dann kann er ja keinen killen, oder? Ja, das stimmt. Nee, aber es deutet Das darauf hin, dass er stimmt. die Das Aufgabe nicht Leute war doch gesehen oben. Hä? hat. Ja, Das oder bedeutet nicht, halt. ja, dies ist ja wahrscheinlich der zweite Imposter. Ja, gut, Das okay. heißt natürlich nicht 100%, dass es. Also den Kill hat er wahrscheinlich nicht gemacht, aber es ist vielleicht zweiter Imposter. Ja, das können Also, wir wen auch haben wir jetzt? nicht. Nils rauswählen oder wie? Wen wählen wir jetzt? Also, wir müssen nicht 100% wählen, also das nicht, also ich weiß es nicht. Ja, Irgendwer hat ja gesagt, Skippy, Nils, weil er so rumgerannt oder. ist. Free, oder? Ich skippe. Ja, pass auf, es ist ja Ja, tatsächlich okay. so, wenn du einen Säckel beobachtest, kannst du das ja sehen, wenn sich der Imposter tatsächlich bewegt. Genau, da Nils, bewegt sich halt ganz schnell durch die Dings. richtig, Nils hat sich hin und her bewegt, die ganze Zeit durch diesen Stack und ansonsten hat sich dort keiner im Moment des Kills bewegt. Ja, ich Gut, habe das mich ist schon bewegt, weil ich nach verdächtig. oben auf diesen, also zu dem Tast wollte. Und ich die nicht anklicken konnte. Ja, Man wenn du kann es die nicht anklicken, klicken eigentlich. konntest, dann bist du Imposter. Ja. Ja. Ja, was machen wir jetzt? Frage ist, was machen wir jetzt? Also ich finde die Begründung gut. Von Von Pri? Pri? Ich wähle Ja. Nils. Ja, ich mach. Ja. Ich habe Nils gewählt. Sorry, Nils, falls du es nicht bist, aber. Sorry, ja. Sorry. Sorry, wenn du es wirklich nicht wirst, aber Aha, wie gesagt, Sloopy. rein in die Lava. Sloopy ist verdächtig und wählt nicht Burn, Nils. Baby, burn. Als Anmerkung. Als Anmerkung. Ja. So, machen wir ja mal den Download. So. Sehr gut, so, dann wäre der Upload auch schon mal erledigt. Und dann gehen wir erstmal, ja, komm, gehen wir erstmal hier rüber zur O2 und so weiter. War die unten auch noch? Nee. Dachte gerade, da wäre noch was gewesen. Aber da haben wir getäuscht. Wo Ja, war's? entschuldige. Oben im Labor. Okay. Hast jemand gesehen? Mir ist irgendjemand entgegengekommen, aber ich weiß nicht wer. Also Kegel Hast und ich, du, wir waren die ganze Zeit links ich unterwegs. hab Schwarzbild. Wieder das Ja, ich bin Schwarzbild. wieder rausgeflogen. Och nein. Stand oben bei dir? Also ich bin tatsächlich der Meinung, dass mir Sloopy entgegengekommen ist. Ich weiß bloß nicht mehr, ob es oben war oder auf dem Weg dahin. Also Vanessa war Du weißt schon, gerade. dass ich jetzt pink bin, ne? Oder Priester ist Ja, es grün. Pink ist mir. Ich bin der Meinung, Pink ist mir entgegengekommen. Oh, Tschüss. Kenza ist raus. Tschüss, Cancer. Vanessa, du warst ja gerade in Communications für den Upload, ne? Nicht Upload, sondern dieses Dings, wo man den Regler nach unten Ach, den ziehen muss Router und dann neu den Link starten. war. Okay. Weil ich Genau. musste nämlich daneben den Upload erledigen.
Ich war nämlich unten bei Weapons, hab den die Daten downgeloadet und bin gleich hoch zu Communications und da kamst du gerade raus. Ja. Ich habe bei Security so ein Kabel links in den Gang vom beim wo auch das Security ist gemacht. Und dann wollte ich runter zum nächsten Kabel links. Also ich werde jetzt erstmal keinen wählen, weil ich habe auch geskippt. Weil der Killer kann ja auch rechts rum rausgegangen sein aus dem Labor. Ich bin von links gekommen. Okay, das also eigentlich war ich ja noch dabei und mir ist keiner entgegengekommen. Ich bin unten von Sassis bin rum rausgekommen. Ja, aber da ist auch noch ein Vent. Das stimmt. Das geht immer. Ja. So. Leichtes Husten im Gesicht. Das ist ein Ding. So. So, das kann ich dann gleich noch machen. Jetzt füllen wir erstmal die Gasflaschen auf. Muten. Gut. Ach ja, komm, gehen wir gleich hoch zu Security. Machen hier erstmal die Kabellage. So, ne, wir gehen jetzt erstmal hier rüber. Das mit dem Ding, das können wir dann noch später machen. Nein! Oh Mann! Scheiße. Okay. So. Wenn wir jetzt erstmal ins Labor reingehen. Unsere Tasks hier fertig machen. Sehr gut. So, Kabel Nummer 2. Und Nummer 3. So. Na? Wer war alles gerade beim hier beim Fixen für diese für die Communications Dings hier? Einschalten? Wo, es war auch gerade hier dieses was war Licht hier? War aus. Ja, Licht war aus. Das Licht ist. So, und ganz im Ernst, ich spreche jetzt mal einen Verdacht aus. Ich bin hingerannt, um das Licht wieder einzuschalten. Ich habe das Licht eingeschaltet und habe gesehen, dass unter mir Ace stand. Ja, weil ich Angst hatte, dass du der Killer bist. Nein, 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 nein. Und du bist mir nämlich jetzt gerade so hinterhergelaufen. Falsch, ich musste Richtung Storage. Du bist nach Electrical raus und Richtung Storage. Ich bin vor Storage schon runter. Und du bist mir hinterhergelaufen. Und wie gesagt, du hast da schon gestanden. Warum hast du das Licht nicht angemacht? Du bist nicht nach mir reingekommen. Du warst vor mir schon drinnen. Also, kleine Info, die Leiche habe ich... Du bist nach dir reingegangen. Die Leiche habe ich übrigens neben Communications gefunden. Den Weg runter Richtung Weapons. Und das war Nap Lisa, die da lag. So oben von Richtung Laboratory Richtung Electrical gegangen bist, kam ich aus Storage raus und bin
ein bisschen entfernt von dir hinterher, weil ich mir dachte, okay, ich bin alleine mit ihr, besser kein Risiko eingehen. Dann bist du zu dem... Lass mich bitte ausreden. Dann bist du zum Schaltkasten und ich habe natürlich ein wenig Abstand genommen, weil ich mir dachte, okay, wenn das jetzt der Killer ist, killt sie mich. Da hätte ich 10 Sekunden gewartet und wenn dann das Licht nicht angegangen wäre, hätte ich gewusst, okay, du willst es gar nicht anmachen. Also dachte ich mir, wartest du 10 Sekunden. Ja, aber ganz im Ernst, wie hast du mich sehen können? In dem Moment, wo du mich sehen kannst, kann ich dich sehen. Ja, und du bist gerade vom Labor Richtung Electrical langgelaufen am Dropship vorbei, wo ich aus Storage rauskam. Das war genau im selben Moment. Ja, dann hätte ich dich sehen müssen. Ja, musst du ja auch. Nein, habe ich nicht. Ich habe dich nicht gesehen. Ich habe dich erst in dem Moment gesehen, wo das Licht wieder an war. Ich glaube, dass Ace und Pri beide unschuldig sind und einfach gerade beide voneinander Angst hatten. Ohne Grund. Also nicht ohne Grund, aber halt. Ja, dass Sloopy da jetzt gewählt hat, finde ich auch ein bisschen komisch. So. Und es ist schon wieder das Licht aus. Ne, da ist keiner weiter zu sehen. Wir gucken jetzt einfach nochmal alle Räume hier durch. So, wo lag die Leiche? Mein Gott. Die Leiche lag im Labor kurz vor Medbay. Also so gesagt, kurz vor dem Durchgang zum Spiceman Room runter. Darf ich was sagen? Mhm. Also entweder ist es Ace oder Pri, weil ich war gerade im Schleusendings, im oberen Schleusendings, hab da Sloppy rumlaufen sehen. Ich dachte schon, was er ist verdächtig. Dann habe ich Ace noch gesehen. Und dann waren Ace und Sloppy in einem Raum. Und jetzt ist plötzlich Sloppy tot. Also entweder das ist es Pri oder Ace. Ohne Scheiß, dann gehe ich diesmal auf Ace. Ja, ich auch. Ich glaube jetzt einfach mal Pri. Weil ich habe Sloppy nämlich gesehen, wie er rauskam und bin dann ganz schnell weg. Igel? Ja? Hast du mich zufällig noch kurz in der Security gesehen oder warst du da schon in den Camps drin? Ich war jetzt kurz in der Security, bin dann aber den Weg runtergelaufen, weil ich jetzt soweit mit meinen Aufgaben durch bin. Okay, ja, pass auf. Ich bin nämlich reingegangen in Security, hab dich da stehen sehen, bin dann hoch und hab die Kabel da oben gemacht. Und dann bin ich weitergegangen. Deswegen frage ich, ob du mich eventuell gesehen hast. Nee, ich schätze mal, du warst dann. Also ich gehe auf Ace. Was definitiv Ace. Definitiv Pri. Regel, was machst du? Ich habe jetzt Ace gewotet, weil man das eigentlich dann lasst euch mal schön von Pri umbringen. Hasse euch! Der hat mich gekillt. Das ist so fies, ne? Niederschwelle. Also mal Anfang verdächtig. Wenn das Licht aus ist, Pri sieht nichts. Und Ace sagt die ganze Zeit, oh, ich hab dich da gesehen, bin dir mit Abstand hinter dir hergelaufen. Wie hätte er es sehen können, wenn er Crewmate ist und er gehört zwei Minuten hinter ihm läuft und das Licht aus ist? Genau, das ist Ace gewohnt, wo ich gesagt habe, ich hab erwartet. Kurze Info. Wäre er so nah dran gewesen, dass er mich hätte sehen können als Crewmate, dann hätte ich ihn nämlich auch automatisch gesehen. Moment, kurz, um das zu erklären. Als das Licht ausgegangen ist, warst du schon auf dem Weg vom Labor in Richtung Electrical. Und da warst du noch draußen. Und ja, das draußen kannst geht du ja aber das Licht Crewmate nicht sehen. Es kann doch, draußen geht das Licht aus. Es geht überall aus.
Scheiße! Nur die Imposter sehen das nicht, wenn das Licht aus ist. Die sehen immer noch alles. Okay, genau, dann ist das wirklich sehr verdächtig. Geister, die können auch noch alles sehen. Aber die Crewmates, die Lebenden, können es nicht sehen. Dann war es wirklich sehr verdächtig und ich frage mich, warum ihr mich nicht schon vorher rausgewählt habt. Ich war ja ruhig, ich habe nichts gesagt, weil ich war nicht dabei. Leute, kleine Anfrage. Jetzt noch eine Runde Among Us und dann auf Cards Against Humanity. Und dann Scribble. Scribbeln will ich auch noch heute. Also dann Cards und dann zum Abschluss Scribble. Jo. Okay. Ich bin nach der Runde raus. Oh nein. Alles klar. Sind auch nach der Runde schade. Raus. Also starten wir? Leute, lass mal machen. Wir wollen nach der Runde spielen, sagen, Kakashi Bescheid sagen und dann alle rausgehen? Oh, dann nein. Nee. Wir sind doch wohl reifer, oder? Ja. Wir kicken ihn sofort. Ja, nee. Kicken und bannen. Ja, das danke, ist dass ihr ohne mich anfängt. Oh! Ich war grad tot. Ich war's nicht. Achso, du bist aber dabei. Steht da aber ganz schön lange. So. Sehr schön. Schalter umlegen. Einmal zur Rakete. Sehr freundlich. So, gehen wir ein bisschen nach unten zum Spicy Man Room. Beste wäre noch, wenn mir jetzt ein Imposter entgegenkommt. So. Okay. Einmal durch. Sehr gut. Oh, hier komm. Die Aufgabe auch gleich noch mit. So. Du kleine Drecksau. Naja, mal gucken, wann die Leiche gefunden wird. Der lag in dem Raum, wo man diese Dings füllen kann. Das über Wasser? Unterm O2. Nee, nicht Wasser, sondern zwischen O2 und Sauerstoffflaschen. Genau, Sauerstoff, okay. Ja. Hast du da jemand gesehen? Außer den Toten? Ich hab da tatsächlich jemand laufen sehen, aber ich weiß gerade echt nicht mehr wer. Ach Leute, merkt euch doch, wenn ihr seht. I'm sorry. Alles so gut. Die Farbe reicht ja aus. Also den einzigen. Können wir darüber reden, wie das ja. Hier auch tot ist? Bei Dekon. Ja. Lisa, wo warst du? Ich bin gerade tatsächlich aus der Richtung gekommen, den Gang hoch nach, bei Electrical bin ich jetzt gerade. Okay. Sloopy, wo warst du? Contamination da runter, den Gang runter. Da unten die Aufgaben gemacht. Ja, das also bei ist bei Specimen in die Richtung. Er ist tatsächlich Specimen Room gewesen, ich habe ihn da stehen sehen. Okay. Wen haben wir noch? Ace, wo warst du? Ganz am Anfang war ich nach links. Unten den Mülleimer entleeren, hier diesen Schacht. Dann bin ich raus, rechts rüber an Weapons vorbei. Da kamen mir noch Nablisa und Cancer entgegen. Dann stand ich beim neben Office hier dieses Karten-Swipen. Ja, und dann ging der Alarm los. Ja, ja. Ja, ich habe keinen Verdacht.
Achso, wen hast du überhaupt gefunden? Es sind ja zwei tot, ne? Gelb. Maros war's. Ja. Ich hab halt ein bisschen mit beide getötet in der Lifeline. Nils, hast du dich scannen müssen? Ja, hab ich. Musstest du darauf warten, dass ich die Plattform wieder frei mache? Du bist Queen, ne? Ja, ja. Ja, okay. Dann zumindest sind wir beide dann safe. Also dich. Ja, wie gesagt, und ich hab Sloopy unten beim Specimen, glaube ich, war das. Ja, Sloopy ging unter Specimen da. Genau. Contamination war ich unten da. Ja, ist Specimen dazwischen. Da bin ich nämlich noch hinterhergelaufen. Lass mich gerade den Upload darf ich dann nochmal noch. Ich hab geskippt. Ich hab auch geskippt. Oh Mann. Aber wie gesagt, man kann auch keinem direkt vertrauen. Das ist das Problem. Ja, und den Scheiß darf ich nochmal machen. Toll. So. Und Nummer 2. Ach komm, gehen wir mal zum Baum. So. Ja. So, und damit haben wir unsere Aufgaben schon mal erledigt. Toll. Okay. Lisa. Da ist er. Unfassbar. Na. Aber wenn ich jetzt weiter halt so, ich sag mal, gut. Na gut, obwohl. Also die beiden sichern sich ein bisschen ab. Okay. Jules wurde habe ich gefunden im Specimen-Raum und entgegen kam mir Vanessa. Er hat sie vor meiner Nase gekillt. Wer, ich? Ja, das ist klar. Wir waren doch aber gerade noch mehr Leute im Specimen-Raum. Also ich war auch noch da. Ich kam nur Vanessa entgegen, deswegen kann ich euch nicht sagen, wer sonst noch war. Es kam mir nur Vanessa entgegen. Ich bin gerade nach oben gelaufen und wollte dieses ausgelöste Seismik-Gedöns da wegmachen. Haben die Feuer nach oben gezeigt, da bin ich irgendwie gerade hingelaufen. Genau. Priet, du warst doch links, oder? Bist nach links gelaufen. Ja, ich bin gerade links angekommen, wie jetzt der Call reinkam. Okay, das hast du gerade vorher fertig gemacht. Also es waren Ace, Loopy, Priet und ich waren beim Seismik. Das heißt, Nils, Lisa und Vanessa waren dort im Specimen, ne? Ich kann Nils helfen. Hat sich vorhin gescannt. Vor meiner Wer Augen. Hat sich gescannt? Nils hat sich vorhin gescannt. Ja, dann könnte es Vanessa sein. Oder ihr safet euch gegenseitig. Ja,
Von mir aus können wir safe uns auch gegenseitig. Das ist mir wurscht. Ja, dann kann halt der Pri dann für dich ein eindeutiges Wort sein. Wenn für dich Nils safe ist, kann es für dich ja nur Vanessa sein. Ja, eben, richtig. Pri hat er sich nach dir gescannt. Deswegen habe ich ihn gefragt, ob er beim Scan auch nicht warten musste. Kann ja trotzdem noch gelogen sein. Ja, nein, aber für mich ist es nicht versucht. Es sind natürlich nur zwei Leute, die es gesehen haben, aber für die beiden untereinander können sie safe sein. Nochmal kurz, wo war das? Im Specimen oder im Labor? Genau, Specimen. Im Specimen, ja. Ich bin gerade aus der unteren Schleuse raus, bin durch den Weg gegangen und in dem Moment kam mir Vanessa entgegen und dann, als ich im Specimen war, lag da gleich die Leiche. Also muss sie definitiv die Leiche gesehen haben. Theoretisch ja. Theoretisch müsste sie sie gesehen haben. Lisa, wo warst du? Oben im Labor und bin dann zu dem Seismix, also wegen dem Alarm ausschalten. Okay. Ja, dann wird es wahrscheinlich doch Vanessa gewesen sein. Ja, stimmt. Ganz am Anfang kam Lisa mir aus Specimen entgegen. Da war Jules auch noch am Leben. Dann ist sie, also Jules ist dann runter und Lisa mit mir zusammen. Aha, Sloopy. Sloopy enthält sich, okay. Ihr macht einen Fehler. Werden wir ja sehen. Ah, oh, schön. So. Na gut, jetzt ist aber noch ein bisschen, ja, einen kleinen Puffer haben wir jetzt ja noch. Ja, wenigstens gibt man mir da einmal recht. Ja, Lisa, ne? War Lisa, ne? Lisa, du kleines Dreckstück. Und wer war's noch? Wer war's noch? Lisa. Vanessa. Lisa und Vanessa. Okay. Oh, dann haben wir da Vanessa doch richtig rausgevotet. Mhm. Weil ich habe gerade, als Lisa mich getötet hat, hatte ich gerade überlegt, kacke, dann bin ich ja falsch gewotet. Geh weg. Ja. Eine Armlänge Abstand. Eine Armlänge Abstand, Corona. Wollen wir jetzt zu Dings kommen? Aber war super, dass du die Türen geschlossen hast, weil da kam ich gerade. So, Karts, muss man das irgendwie vor diesem runterladen, oder wie?